So, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier unten im Presseraum und oben auch im zugeschalteten VIP-Raum und der Champions Bar. Hier zur zweiten Pressekonferenz in dieser neuen Saison zum Spiel Kassel Huskies gegen die Fishtown Penguins. Endstand 6:5 nach Penalty-Schießen. Machen wir die Statistik mal vorweg. Zuschauer 2517, Strafen Kassel 26, Bremerhaven 50. Zu meiner Linken begrüße ich Benoit Lucet, den neuen Trainer der Fishtown Penguins. Zu unserer Rechten, wie immer, Rico Rossi. Benoit, fangen wir mit dir an. 5 Tore auswärts, muss man so eine Partie gewinnen? Oder das war heute mit offenem Visier, oder? Von beiden Seiten gespielt. Ja, normalerweise mit 5 Toren musst du das Spiel gewinnen. Aber wir haben unheimlich viele Verletzungen gehabt. Und dann mit 2 Minuten zu spielen, die Penalty an Miller. Ich glaube, das war unnötig. Also das Spiel war fair und dann eine Strafe am Ende das zu geben, das war schon heftig. Aber okay, muss dann im DL2 dann mitleben. Aber sonst, ich muss zufrieden sein mit meinem Spiel. Aber wir haben mit so wenig Spiele heute gespielt. Ich habe so viele Verletzungen gehabt durch das Spiel. Wir haben unsere beste Verteidiger sofort verloren. Ich muss mit die 5-5 zufrieden sein. Danke dir. Rico, ähnliche Frage an dich. 6:5 gewonnen, die ersten beiden Punkte in dieser Saison. Erstmal Gratulation dazu. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft heute? Ja, Dankeschön. Natürlich, mit deinem Sieg sind wir immer zufrieden. Diesen Punkt zählt nicht. Schönheitspreis. Wir sind hier, Punkt zu gewinnen, und das haben wir gewonnen heute. Wir haben eigentlich zu viel unnötige Failures gemacht, das hat zu den Gegner Tors gekommen. Wir müssen wie Tier arbeiten für unsere Tors, und dann wir lassen die Gegner zu einfach Tors kommen, und das müssen wir ändern. Aber das ist auch ein Prozess, das normal ist in dieser Phase. Man darf auch nicht vergessen, das ist eine von den jüngeren Mannschaften in der Liga. Das ist eine Mannschaft, das hat auch 12 und 13 neuen Spieler. Das muss sie alles zusammenkommen. Wir sind enorm zufrieden mit 2 Punkten gegen Bremerhaven. Die sind eine Top-Mannschaft, die sind Favoriten mit Bietigheim und Frankfurt. Und nicht umsonst, die haben einen sehr erfahrenen Kader mit viel Deutsch-Kanadier dabei, ein Top-Torwärter und eine sehr gute Mannschaft. Und wenn man kann sie gegen den gewonnen, ist das sicherlich ein riesiger Coup. Leider diesen Eis mit Penalty-Shoes. Ich verstehe nicht, ich habe das auch in die Meetings gemacht. Ich verstehe nicht, warum wir würden kein frisches Eis machen. Das macht keinen Sinn, 5 Minuten länger zu warten. Jeder kennt sich ein extra Wurst, ein extra Bier. Und würden wir alle zufrieden mit gutes Eis zu sehen an die Penalty-Shoes. Ich hoffe, dass die Liga wird sie im Lauf dieses nächsten Gesprächs in die Zukunft des anderen. Natürlich nicht für dieses Jahr, weil die Regeln sind schön gemacht, aber für die Zukunft. Weil letztendlich wollen wir was Schönes sehen am Ende des Tages. Wir spielen 65 Minuten für diese letzte Phase. Lass uns ein extra 5 Minuten gutes, frisches Eis haben, das zu spielen in Lichtenberg. Danke dir. Schließen wir noch eine Frage an, weniger zum Penalty-Schießen als zur Personal. Sven Valenti hat die letzten 5 bis 10 Minuten nicht mehr gespielt. Ich glaube, er hat sich verletzt beim 5 gegen 3 Überzahl. Was genau ist passiert? Der hat einen Schuss geblockt und hat einen Prellung bekommen. Kannst du schon irgendwas sagen für die nächsten Partien für ihn, oder ist das zu früh dafür? Muss man es erst untersuchen? Ja, der muss untersucht werden. Okay. Dann an die anwesenden Pressevertreter. Hat jemand von Ihnen noch eine Frage? Du hast im Vorfeld gesagt, wir werden heute Abend typisch nordamerikanisches Eishockey sehen. Haben wir das gesehen aus deiner Sicht? Ich wiederhole einmal kurz die Frage. Thomas, danke vom Extra-Tipp. Rico hat im Vorfeld gesagt, wir sehr erwarten typisches nordamerikanisches Eishockey. Kam das heute hin? Teilweise ja. Ich habe meine Mannschaft gesehen, das hat körperbetont, gut gespielt, aggressiv. Aber das fehlt uns immer noch, diesen Zug zum Tor, diese Aggressivität vor dem gegnerischen Torwärter. Und auch auf die Defensive Seite fehlt uns diesen letzten Will, den Schuss zu blocken oder die Zweikämpfe zu gewinnen. So, teilweise wird es schon gut. Und es freut mich, dass die Mannschaft kommt weiter von Spiel zu Spiel. Gibt es noch weitere Fragen? Dem ist nicht so. Dann schließen wir mit den Ergebnissen vom heutigen Tag. Die Dresdner Eislöwen gewinnen gegen die Roten Teufel Bad Nauheim 2:1 nach Penalty-Schießen. Die Löwen Frankfurt gegen Freiburg 5:2,
Lausitz gegen Kaufbeuren 2-1, Rosenheim gegen Grimmitschau 6-2, Rissersee gegen Heilbronn 5-4 und Ravensburg verliert zu Hause gegen Bietigheim 1-7. Das weitere Programm der Huskies: am Sonntag geht es für uns nach Kaufbeuren, nächsten Freitag der Auswärtsfahrt nach Dresden und dann am kommenden Sonntag, den 27. September ab 17 Uhr hier in der Eishalle zu Gast der Roten Teufel Bad Nauheim zum nächsten Derby. Ich darf Ihnen allen zu Hause oben im Rückraum mit in der Champions Bowl natürlich hier aus dem Presseraum einen guten Heimweg wünschen. Das gilt auch für Sie, für den Odyssee und Ihre Mannschaft. Alles Gute und wir sehen uns bald wieder. Ja.